Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Jo. Wir sind hier auf dem Weg zum Bürgermeister, um ihm seine Schätzeleins zu stehlen. Und auf dem Weg dorthin lernen wir alle abenteuerlichen Möglichkeiten von Gegnern kennen. So, jetzt habe ich einen Frosch im Hals, einen Moment. So, einmal husten und das geht wieder. So, jedenfalls haben wir im letzten Part. Was hast du vor? Ich schaue mich nur um. Auf jeden Fall habe ich im letzten Part, kommt sie mit? Einen legendären Ghoul haben wir da besiegt, der wieder ein Rüstungsteil für uns hatte. Es scheint sich hier wirklich wahr, um einen Set-Bonus zu handeln. Und ja, dann würde ich sagen, schauen wir da oben weiter. Und ich werde mir dann ankleiden, wenn wir hier, sag ich mal, fertig sind. Oh, ich bin überladen. Piper? Piper! Mann, wo sind meine Leute schon wieder? Boah. Piper? Mädel, wo gehst denn du hin? Glaubst du, ich sehe dich nicht? Ah, da oben geht's weiter. Oh, das habe ich nicht gesehen. Aha. Jetzt rennt die Alte tatsächlich von mir davon. Kaliber 50 Patronen an Haufen. Molotov Cocktail, Splittergranaten, schwer, Impro, Repartiergewehr. Mit Leuchtvisier. Aha. Dann, was haben wir hier? Putzmittel. Ganz wichtig, Bier. Bierflaschen. Ja, das passt perfekt zur EM. Fußball und so, ne? Schlosshammer, verstellbarer Schraubenschlüssel. Noch irgendwas? Hier oder so? Hier unten? Schrank? Nein. Hier drüben? Nein. Da ist so dunkel, ne? Nö, da ist nichts mehr. Piper, meine Gute. Hey, wohin? Du musst mir schleppen helfen. Suchst du was Bestimmtes? Ja. Och Gott, die ist ja auch voll wie ein Christbaum. Na! Habe ich vergessen, sie auszuleeren. So da. Scheibenkleister, hoffentlich kann sie irgendwas noch tragen. Ja? Mist! Du bist ja auch ein Begleiter. Bobby, wir haben's fast. Warum dieser Job? Es gibt so viele Möglichkeiten, Kronkorken zu verdienen. Wieso ausgerechnet das hier? Die Sache könnte etwas persönlicher sein, als ich im Vorfeld gesagt habe. Sagen wir einfach, ich habe Ärger mit dem Bürgermeister. Denkt, er könnte Bobby nasenlos aus dem Geschäft drängen. Aber vergiss das alles. Wir haben einen Job zu erledigen. Ich weiß nicht, ob das so toll ist. Da kommen wir hier wieder. Wieder ran. Du kannst mir auch nicht dran helfen, ne? Ich hätte aber nicht gedacht, so viel zu kämpfen. Das ist ein Labyrinth. Wir brauchen dich nicht. Mit dir und Bobby. Gute Arbeit. Gute Arbeit mit dem Roboter. Hilft mir sehr. Danke. Kann man das? Augenbots wie Sonja sind nicht einfach zu bekommen. Nein. Sie schwebte mir irgendwann einfach über den Weg. Verflixt, aber ich kann trotzdem gehen. Ja, ich kann auch nur mehr gehen. Scheiße, voll vergessen, die Piper auszuleeren. Also ihr Inventar, ne? Käse, Dreck, verdammt. Den ganzen Weg zurückhatschen ist aber auch keine. Wie bist du jetzt? Ach so? Wir kommen nur da so? Ich dachte, das wäre jetzt ein anderer Weg. Geht's hier weiter? Nein. Doch, da. Mel, hol Sonja hier rüber. Kein Problem. Los, Sonja. Gib Gas, Sonja. Boom. Wieso kannst du eigentlich nicht kämpfen? Und da unten, ne? Schon wieder. Was zum Teufel war das? Cool und so, ne? Ist er schon hin? Na, da kommt er. Wir sind hier nicht allein.
So, jawohl. Wer ist noch? Wo ist noch jemand? Okay, das war's. Ja, Herrschaftszeiten. Was ist denn da? Ich kann nicht hüpfen. Ich kann nicht vorwärts. Warum nicht? Voll blockiert. Jetzt geht's. So. Du da, ne? Alter. Golduhr. Passt. Dann gehen wir da drüben weiter. Da haben wir auch nichts mitgenommen. Pfui. Na. Was ist denn das da jetzt gerade für ein Bug, für ein Blöder? Geh doch mal auf die Seite, bitte. Danke. So. Nachdem ich eh schon gehen muss. Ein Reporter ist nur dann erfolgreich, wenn jemand sein Leben bedroht. Ich bin verdammt erfolgreich. Aha. Das heißt, du bist des Öfteren... warte. Neues Spiel... Oder nehmen wir den. Das passt auch. Das heißt, du bist des Öfteren dem Tode geweiht. Boah, schon wieder so ein Gang, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass da drüben auf der Seite nichts Gutes ist. Alter, überall Leichen, ne? Ein Schlafsack. Schlafen kann man nur, wenn man nicht in der Bauerrüstung steckt. Jawohl. Kühlmittel. So, und so ein Kühlmittel hier. Ja, warum nicht? Dann würde ich sagen, wir ziehen sich über irgendeine Wand zum Einreisen. Die gilt es halt nur wieder zu finden. Oder? Warte, was war da? Schmutziges Wasser und Haarklammerbox. Super. Was? Hier ist noch was? Nein? Ach ja, das mit dem Käse und so, ne? Und Schachtelzigaretten. Super. So. Wo ist jetzt die kaputte Wand? Ach, die hier. Bitteschön. Na? Du darfst. Well. Ach ja, geht schon. Zweifel, sollte der Tresorraum dahinter sein. Okay. Wenn du dir in dem Tunnel noch was ansehen willst, solltest du das jetzt machen. Nee, passt schon. Mach, gib Gas, wir haben schon. Wah. Dann würde ich sagen, speichern. Bestätigen. Und geht schon weiter. Wieder alles voll mit Staub, ne? Grab dich in den Tresorraum. Boah, ey, ne? Ölkanister. Da ist sonst nicht wirklich was. Schauen wir uns da mal kurz um. Nicht, dass wir dann irgendwo hingebortet werden zum Schluss. Wahrscheinlich eher nicht, aber möglich ist ja alles oder viel, ne? Boah, das ist wieder finster, ne? Würde ich sagen, wir können ungeniert mit ihr quatschen. Also. Bobby. Toll. Jetzt habe ich nasse Socken. Also, wir sind direkt unter dem Tresorraum von Diamond City. Ja? Ist das wirklich der richtige Ort? Ich habe alles kartografiert und glaube, Diamond City müsste etwas weiter nördlich liegen. Für mich besteht da kein Zweifel. Wie wäre es dem Boss ein wenig zu vertrauen? Ey, ich bin mir nicht so sicher. Die Wahrheit. Wir können es rausfinden. Mel hat recht. Ich vertraue dir. Die Wahrheit. Sag die Wahrheit, Bobby. Wo sind wir? Unter dem Tresorraum von Diamond City. Und ich sag es zum letzten Mal. Wir müssen aber noch irgendwie da hochkommen. Mel, glaubst du, dein Roboter funktioniert hier? Schau dir das an. Das Fundament bröckelt ja schon. Eine Sprengung von Sonja und der Boden würde sofort einstürzen. Tja, dann mach es. Wir sollten vorher den Raum verlassen. Einstürzendes Fundament und so. Guter Gedanke. Ja, also, dann gehen wir. Alle raus hier. Sonja, mach dich bereit für eine Sprengung mit maximaler Kraft. Na gut, na großartig.
Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Na los, alle sind draußen. Was? Na dann. Na dann, Sonja. Lang nicht gut. Hoffentlich stimmt mit Sonja alles. Also, ja, die ist sicher Matsch. Wir rein in den Tresorraum. Die ist sicher Matsch. Und jetzt? Hallo? Kommt sie noch rein da, oder? Bobby. Wir haben's fast, Leute. Denkt nur an die ganzen Kronkorken. Ja, natürlich. Die arme Sonja, ne? Oh, nein, nein, nein! Sonja! Reiß dich zusammen, Mel. Wir brauchen das Ding sowieso nicht mehr. Aber... nicht freundlich. Heute aus dem Tresorraum kannst du einen neuen Roboter bauen. Konzentrier dich auf den Auftrag. Mein Beileid für deinen Verlust. Sie war ein guter Roboter. Ja, und jetzt? Du Chopper. Wir haben's fast, Leute. Ja, okay, er ist rauf nur da. An die ganzen Kronkorken. Irgendwie. Da? Ich würde sagen, ich speichere noch einmal. Wenn mich da was überrennt, ne? Also uns. So. Ach, bin ich froh, wenn ich da wieder raus bin. Hey, hallo? Na, ich steck fest. Ach, Menno. Ah, warte, ich glaube, es geht weiter. Okay. Oh, dieses Feststecken ist fürchterlich. Wo können wir denn da am besten hoch? Da? Hier so? Ja. Entdeckt? Na bitte, von was? Was ist denn das für eine Box? Ich hoffe, da kommt nichts Schlimmes raus. Also gut. Das hier, es tut mir leid, aber irgendwie schaut mir das jetzt nicht so eckig aus nach einem Tresorraum oder so. Oder sind das viele kleinere Tresore und da drin ist dann insgesamt die Beute, die wir haben wollen. So. Könnte auch sein, dass das vielleicht so gemeint war. Mich wundert es aber gerade echt, dass dieser Knall niemand mitbekommen hat. Aha, da müssen wir rein. Da will ich mir vorher aber noch gerne ein bisschen noch umschauen. Nur ein kleines bisschen. Hier eben so ein Zeug mitnehmen und das, ne? Da ist nichts, glaube ich. Hier ist hier was drin. Jawohl. Ah, warte. Da ist noch was. So, was haben wir hier? Spüllappen. Was noch? Malpinsel. Okay. Haben wir hier noch was? Jawohl. Patronen, Zigaretten, Kaffeekanne, Tasse. So. Hier. Leerer Farbdosen-Dings. Da oben ist nichts und von da sind wir eh gekommen, ne? Passt. Dann gehen wir halt wieder gemütlich rüber. Da drüben sehe ich noch so ein Farbeimer-Topf-Dings. So, Kanister, Eimer, was noch? Spüllappen. Passt. Voll, ne? Also wirklich voll. Da kann man nichts hinzufügen. Das hier ist ein Klumpert. Okay, Tresorraum öffnen. Hoffentlich wartet hier keiner auf uns. Okay. Wieder einmal gesund speichern. Achso, hätte hier gespeichert, alles klar. Putzmittel. Hör nicht auf sie. Was zum Teufel? Ah, hier kann ich die Bauerrüstung abstellen. Hancock. Was hat das denn mit Hancock zu tun? Ja, deswegen. Wie Mel schon geahnt hatte, ist das nicht der Tresorraum von Diamond City. Ich sehe schon. Den anderen ist das auch nicht klar. Toll, nasenlos. Ihr seid gerade in Hancocks Tresorraum eingebrochen. Ihr wisst schon. Hancock, der Bürgermeister von Good Neighbor. Verdammt, Bobby. Hört mal,
Ich weiß, ihr hattet was anderes erwartet. Aber hier geht es um eine Menge Kronkorken. Hilf mir, sie auszuschalten. Dann gehört alles uns. Wir beklauen hier Hancock. Der ist eher ein nachtragender Typ. Gegenangebot. Geht einfach zurück in den Tunnel. Dann vergessen wir, was passiert ist. Was meinst du? Natürlich, hau mal ab. Erklärung fordern. Bobby verraten. Bobby zum Gehen überreden. Ja. Komm schon, Bobby. Wenn wir jetzt gehen, kommen wir wenigstens lebend davon. Ich bin nicht so weit gekommen, um mit eingezogenem Schwanz wegzulaufen. Du bist entweder für mich oder gegen mich. Was ist hier los, Bobby? Warum hast du uns angelogen? Niemand, der bei Verstand ist, würde mir helfen, Hancock zu bestehlen. Yep. Entweder man hat eine Heidenangst vor ihm oder liebt ihn abgöttisch. Er glaubt, er sei unverwundbar. Ich wollte ihm zeigen, dass er sich irrt. Du bist der Chopper, echt. Bobby verraten, bei Bobby bleiben. Weißt, das ist halt jetzt echt... Warum hat das Überreden jetzt nicht hingehaut? Mann. Warum nicht? Es tut mir leid, aber ich kann nicht zur Bobby halten. Es geht einfach nicht, die blöde Kuh. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss sie verraten. Du hast uns belogen, Bobby. Und dafür musst du zahlen. Das kannst du mir nicht antun. So sollte das nicht laufen. Nicht gefallen? Weißt du was? Gut. Mehr für mich. Oh je. Alter, triff mal was. Bobby hat Piper hat das nicht gefallen. Warum eigentlich? Schießt jetzt eigentlich nur einer auf mich oder auch mehr? Schießt der andere Kerl jetzt auch auf mich? Scheiße. So, was nehmen wir denn? So. Piper kennt sie auch nicht aus. Hallo, ich triff ja gar nichts. Du benimmst dich einfach immer anständig, nicht wahr? Immer so neugierig? Bist du immer so neugierig, wenn es um die Motive deiner Reisepartner geht? Nur bei den Partnern, die ich interessant finde. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören, oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Gekommen. Wirklich in Gefahr. Geben, was sie wollen. Dann hör auf. Muss anstrengend sein. Wirklich in Gefahr, Freizeit. Ist Diamond City wirklich in Gefahr? Ist ja nicht so, als stünden Raider vor den Toren. Machst du Witze? Es besteht eine sehr reelle Chance, dass die Führung der Stadt von einem Institut Synth infiltriert wurde. Aha. Ein Synth, der von einer Organisation kontrolliert wird, die bekanntermaßen jegliche Opposition einfach entführt oder ermordet. Ja, da wären gut, mir ne? Raider vor den Toren definitiv lieber. Die Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören. Das ist ein Kampf für sich. Ja. Kann schwierig sein. Muss anstrengend sein. Hört sich echt anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es kann einem Angst machen, wenn man weiß, was da draußen wirklich vor sich geht. Es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Hast du Angst? Deine Familie in Gefahr bringen. Wahrheit erzeugt Angst. Ganz deiner Meinung. Hast du Angst? Du machst dir Sorgen, was?
Hätte ich nicht gedacht. Ich bin aufdringlich, nicht verrückt. Ehrlich gesagt, mache ich mir derzeit mehr Sorgen um meine Schwester. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn ihr was zustößt. Aber nicht nur ich habe etwas zu verlieren. Und deshalb verdienen es die Leute zu wissen, was da draußen ist. Gut oder schlecht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, eigentlich bin ich schon ihrer Meinung. Die Leute verdienen die Wahrheit. Aber meistens ist es so, wenn man zu viel herumschnüffelt, ne? Kann das böse ins Auge gehen. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz. Ich halte uns die Raider vom Leib und die Meyerlurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Aha. Und was ist dann passiert? Das mit deinem Vater tut mir leid. Die Wahrheit hat deinen Vater umgebracht. Diese Leute gerettet. Ja, was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Irgendwann hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Ja, du kannst sagen, was du willst. Das ist eigentlich sicher. Eigentlich, wenn nicht gerade irgendwelche Sith da sind, ne? Das mit deinem Vater tut mir leid. Das mit deinem Vater tut mir leid. Danke. Es war schwer nach seinem Tod, aber ich wusste, dass er für das Gute gestorben war. Das machte es einfacher. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Ich verstehe dich, Piper. Ich bin nicht wirklich damit einverstanden, wie das gelaufen ist. Servus. Was für eine Zeitverschwendung. Ja, und um deinen Roboter tut's mir auch leid. So blöde Kuh, lass dich ausrauben. Wo ist sie hin? Sie geht respawned. Mist, ich wollte sie ja noch blind. Was? Du hast das. Was? Wer quatscht mich da an? Ich wollte sie ja noch plündern, jetzt ist sie weg. Oder sie liegt woanders. Ah, sie wird da drüben liegen, ne? Ja, ja. Und wo ist jetzt die andere? Da oben. Hallo, ich nehme nur das Ding hier, ne? Die alte. Sonst verkommt das alles ja nur. Ja. Eben, das meine ich. Du hast das. Ja? Was? Also dann, fahren halt. Hallo. Du hast das Falsche getan. Was? Wieso? Wieso habe ich das falsch getan? Wie hast du uns gefunden? Wenn ihr glaubt, Hancock wüsste nicht über alles Bescheid, was auf seinem Gebiet passiert, habt ihr euch geirrt. Also, ihr wart hier unten ja nicht gerade von der leisen Sorte. Poppy hat es verdient, eigentlich schon. Weiß nicht. Tut mir leid. Ganz ehrlich, die hat es ja verdient, oder? Entschuldigung für den Ärger. Der Boss wird es verstehen. Du wusstest nicht, was du tust. Hier, nimm das. Eine Anerkennung dafür, dass ihr das Richtige getan habt. Ja, wie jetzt? War es jetzt falsch oder richtig? Was? Ein Escherer steckt das Ziel in Brand und verursacht 15 Punkte Schaden. Fisch. 5 mm, da habe ich nur mal einen Schuss. Ja, ich nehme es gern mit. Hancock wird erfreut sein, von deiner Loyalität zu erfahren. Du solltest mal persönlich vorbeischauen.
Es ist besser, sich mit Hancock gut zu stellen. Glaub mir. Ja. Und zeigt dir die ganze Stadt gegen mich zum Schluss noch, ne? Geht sich's aus? Level up? Nein, nicht ganz. Ja, was soll man machen, ne? Kann ich hier irgendwie auf normalem Wege raus? Das wäre sehr nett. Ich tue auch nichts, Stibitzen. Sprich mit Hancock. Ah, hier runter. Da ist wieder dieses blöde radioaktive Zeugs, ne? Oder muss ich da etwa... Darf ich da nicht raus? Doch, eigentlich schon, oder? Und wo jetzt hier lang? Ich gehe jetzt einfach mal ihr nach. Muss ich jetzt den ganzen Weg so zurücklaufen oder was? Boah, das wäre zu übel. Hancock will dich sehen. Er will bestimmt über das reden, was da gelaufen ist. Ja, würde mich auch freuen. Nee, oder? Das kann nicht stimmen. Muss ich da jetzt echt den ganzen Weg? Das wäre ja übel. Ich probiere es mal, ob ich da oben irgendwo rauskomme, weil das kann ja nicht sein. Die wird einfach nur mal da unten alles überprüfen, hoffe ich, oder? Die wird mich doch wohl da oben rauslassen, irgendwo. Das ist ja, das wäre ja schlimm. Also, eigentlich schlimm. Ich werde auch mal die Rüstung vielleicht hier abstellen. So. Müsste aber eigentlich so. Wenn ich jetzt nur wüsste, wie das ging. Ach so. Ja, ha, hi, ho. Jawohl, so geht's. Wieder. Brauch ein paar Kronkorken für die Höhle der Erinnerungen. Dann bin ich nach dem großen Beutezug wieder im Süden. Aha. Okay. Also gut, dann gehen wir darüber. Und darüber. Und da drüben dürfen wir raus. Sehr schön. Sehr gut. Gott sei Dank. Ich freue mich schon, wenn wir beim Händler sind oder so, dass ich dann das ganze Graffel mal wegtun kann. Aber schön. Es hat sich ja was gebracht eigentlich, ne? Level Up haben wir auch bald wieder das nächste. Das ist ja schön. Puh. Abenteuerlich, muss ich schon sagen. Sehr abenteuerlich. Was haben wir denn da? So ein neuer Look. Das alte Operationstisch. Schönheits-OPs gibt es da auch quasi. Also das Gesicht und alles kann man dann ändern. Boah, ey. Gut, sind wir hier richtig? Ich hoffe. Und jetzt? Wo lang? Darüber. Wie gesagt, ich kann nur gehen. Und ich hoffe sehr, dass wir hier keinen Viechern begegnen. Ist es noch weit? Ich hoffe nicht, dass es weit ist. Verdammt, ist das weit. Verdammt, ist das weit. Piper ist voll wie ein Christbaum. Die kann nichts mehr tragen. Wie schaut es mit unserem Inventar aus? Boah, das ist halt auch übel. Mit der Dingensrüstung hätte man sogar noch ein bisschen mehr tragen können. Autsch. Ja, da müssen wir hatschen. Und hoffen, dass man nichts... Boah, das ärgert mich gerade. Das ärgert mich gerade ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Maria und Josef. Supermutant.
Ach, ich mag nicht. Können wir da nicht irgendwie vorbei? Wahrscheinlich geht es hier gerade nicht aus. Ach komm. Ach, geh bitte. Doch, geht sich aus. Hier schaut es sauber aus. Ich habe keine Ahnung, wie wir da jetzt am besten vorankommen. Das ist halt echt blöd, ne? Ich hätte irgendwas... Warte mal. Wir können uns ja dahin porten eigentlich, ne? Warte mal. Warte mal. Ich lade das nochmal. Kann ich das laden ohne... Ja. Ich lade das nochmal. Ich schmeiß alles in dieses Power-Dings-Kastel rein, weil hier können wir uns herporten. Das ist geschickter. So machen wir das. Und dann können wir uns einfach ganz schick und prima irgendwo hinporten. Das ist das Bessere. Bevor ich da irgendwo hinhatsche und stur das Inventar beibehalte, so wie das jetzt ist, das ist Katastrophe. Da schmeiße ich lieber alles drüben rein. Wir können dann laufen und uns schnell reisen. Und dann kann ich wieder hierher zurückkommen und den Rest, das restliche Graffel da holen. Das ist besser. Ich finde halt, das ist besser. So, also die Bauerstation. Dings, also Rüstungsdings. So. Was? Konnte man nicht hier auch? Natürlich. Also, den gesamten Schrott einmal lagern. Und das reicht schon. Das reicht schon. Fein. Da brauche ich eigentlich gar nicht alles. Da könnte ich eigentlich ein bisschen was mitnehmen. Nur was ist die Frage, ne? Da wäre nicht schlecht, haben wir irgendwie Kupfer oder so, normalerweise nicht, ne? Nein. Essen wäre nicht schlecht, also alles, was wir da an Essen hätten, denke ich mal, wäre auch nicht so schlecht. Schaufel, schicke Haarbürsten... Seife. Ja, können wir uns mal ordentlich waschen. Auch nicht schlecht. Tischventilator, Wodkaflasche, Ölkanister. Ja. Streng gesehen, das leichte Graffel können wir ja eigentlich mitnehmen. Die Todeskralle, die nehme ich gerne mal mit. Trotzdem so schwer sein kann, ne? Skalpell können wir mitnehmen. Das Medaillon, das Zeug können wir mitnehmen. Die Seife von mir aus auch, die Kelle. So, das ist schon schwerer. Irgendwas noch, die Zigaretten von mir aus. Rattengift muss nicht sein. Da, der Plastiklöffel ist nicht schwer. So, das Zeug. Bum, bum, bum. Bum, 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 bum. Da haben wir auch noch was. Klebeband von mir aus. Da. Das hat kein Gewicht. Hoppala. Haarbürste. So, da noch das hier und das hier. Ja, schön langsam werden wir wieder voll. Das hier.
dann das hier auch. Ich glaube, das sind wir jetzt einmal fertig. Das passt. Wow, Radioaktivität. Gar nicht mal so wenig. Und wir können wieder normal laufen. Das ist schön. So, raus in die Freiheit. So, jetzt können wir auch wieder schnell reisen. Das ist das Allerwichtigste, das Allerschönste, dass wir gut vorankommen. Perfekt. Das bedeutet, wir reporten uns. Da ist eine Bauerrüstung und Good Neighbor. Sehr fein. Mal schauen, was Hancock dazu zu sagen hat. Ich hoffe, das geht sich noch aus in dem Part, dass wir auch zurück in unser Dörfchen können, dass wir dort mal das alles ablegen können, was wir jetzt gerade als Inventar bei uns tragen. Oder im Inventar bei uns tragen. Sesam, öffne dich. Und ja, dann werden wir vielleicht im nächsten Part mal was ganz was anderes machen. Nämlich wieder ein bisschen was bauen. Ich war gestern in der Nähe der Ruinen von Cambridge. Hab diesen komischen Notruf aufgefangen. Da sitzt anscheinend jemand richtig in der Scheiße. Aha, großartig. Danke für die Info. Nanu, Freund der Berge? Wo bist du denn? Ah, oben. Ach ja, okay, oben drum. Einmal rauf. Hui. Du weißt, und wer da die ist schon. Aus Diamond City geworfen hat, oder? Dieser Arsch, Bürgermeister McDonough. Aber irgendwann bezahlt er dafür. Du wirst schon sehen. Ja. Der Kerl scheint irgendwie komisch zu sein. Hallo, Bürgermeister Hancock. Ach, wenn das nicht Bobbys kleiner Einfallspinsel ist. Hier, für den Schutz meines Verstecks. Weise Entscheidung, Bobby so abzuservieren. Alles geregelt? Also, alles geklärt? Ja. Ich sag's dir, dieser kleine Dreispitz wird langsam echt schwer. Werde ich langsam zu diesem Mann? Zu einer Art Tyrann? Ich verbringe die ganze Zeit damit, Leute runterzuputzen, mit denen ich vor einigen Jahren noch stolz was ausgeheckt hätte. Ich muss mal wieder unterwegs sein. Mich auf das Wichtige konzentrieren. Frei zu leben. Was ist mit Good Neighbor? Wir sehen uns. Nicht mein Problem. Komm mit mir. Komm mit mir. Ach so, als Kumpel. Was ist mit Good Neighbor? Kannst du Good Neighbor einfach verlassen? Bist du nicht der Bürgermeister? Hey, Bürgermeister ist Bürgermeister. Egal, ob er vor Ort ist oder nicht. Ich bin schon oft weggegangen. So bleibe ich ehrlich. Die Macht darf mir nicht zu Kopf steigen. Darum geht's nicht, wenn man Verantwortung für Good Neighbor trägt. Cool. Ich würde ihn echt gern mitnehmen. Wir sehen uns. Komm mit mir. Das wäre halt echt cool, ne? Aber die Piper hat jetzt unser Inventar voll. Das wäre aber auch wurscht. Das können wir uns mal bei Gelegenheit zurückholen. Lass an. Wenn komm du mit raus mir. Willst, warum kommst du nicht mit mir mit? Ja, das gefällt mir. Du siehst mir nach der rechten Art von Ärger aus. Lass mich nur erst mit meiner Gemeinde reden. Ihnen die Neuigkeit verkünden. Na, viel Spaß. Dann würde ich sagen... dürfen wir hier raus und Schnellreise machen? Das wäre super. Wir können ja Hancock immer noch abholen. Das ist ja nicht das Problem. Will ich jetzt meinen. So. Dann würde ich sagen, wir gehen mal nach Hause. Warte. Was steht da? Ach so, die Zufriedenheit der Leute, ne? 80%, das ist ja schön, oder? Ist das ein Bär? Ach du Heilige. Jetzt denkst du, die haben alle kein Fell mehr, ne? Alles quasi weggebrannt. Yao Guai. Aha, das sind... japanische Bären, wenn man so möchte, ne?
Ja, und da begrüßt uns unsere Rosi. Ach nein, nicht einmal. Doch da. Hallo, Rosi. Gib mir alles, was du hast. Alles nehmen. Okay, doch. Danke. Komm schon, Blue. Ich nehme dir was ab, bevor du noch zusammenbrichst. Geht schon, ich schmeiß das alles hier rein. Alles nehmen, genau. Lagern. Wenn ich das alles nehmen würde, breche ich wirklich zusammen. So. Dann hier. Hau ich mal die ganzen Waffen rein, die wir nicht brauchen. Zum Beispiel die da. Da, 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 ram, da. Wobei, Werkstatt. Natürlich, Werkstatt, ne? Das hätte ich auch gleich machen können, ich Depp. Fusionskern hat kein Gewicht, das ist schön. Die Kleidung tun wir woanders hin. Pistole kommt da rein. Kaugummi, Kreuzschlüssel war, glaube ich, auch als Waffe gedacht. Die Leuchtpistole lasse ich noch. Maschinenpistole tue ich auch mal da rein. Eintopf, Rüstung, Sackkapuze, Splittergranaten. Ich sollte vielleicht mal zum Verteidigen da so ein paar Leute eine Splittergranate oder so geben. Was haben wir da? Improgewehr. Das wird gar nicht so wenig Schaden machen. Das behalte ich vielleicht sogar mal. Naja. Reichweite. Schwer. Ich weiß, wollte ich ja behalten. Passt schon. Mein Gott, na. Super. Oder das hier. Feuerrate ist mehr. Reichweite ist mehr. Präzision ist mehr. Feuerrate nur 2. Ach du Heilige. Weg mit dir. Das Scharfschützengewehr passt schon mal. Revolvergewehr tun wir vielleicht auch mal weg. Die doppelläufige Kurz tun wir weg. Da haben wir die. Die Lederrüstungen, ja. So richtig guten Schutz bieten die halt nicht. Ne? Das müsste man halt aufwerten. Probieren. Vielleicht ist es dann insgesamt vielleicht was Gutes ist. Boah. So, mal so. So. Probieren wir mal herzustellen. Bergbauhelm mit Lampe. Oh. Lederrüstung, Karnisch. Linkes, rechtes. Duda. Ohne Extras. Standard. Standard. Gekocht. Verbessert Schadensenergieresistenz. Umgürtelt. Ohne Extras. Leichtbau. Tragekapazität. Taschen. Das ist sicher nicht so verkehrt. Dann. Standard. Umgürtelt. Anfertigen. So. Das müsste jetzt eigentlich auch passen, ne? So. Das Hammer, das Hammer. Dann das nächste. Die Kuh da hinten macht auch schon, kriegt auch schon Zustände. Hier würde ich sagen. Ja, das passt. Und auch ohne Extras, also mit Taschen, würde ich sagen, geht's noch. Leder 13, 3, 4 müsste passen. Bauen. Oder so, passt schon. Mit Taschen umgegürtet und Taschen. Ach so, ich glaube, ich weiß jetzt langsam, wie das mit der Mod funktioniert. Leichtbau. Ich will aber mit Taschen haben.
So, ja. Gürtet. Gürtet und gürtet Taschen. Passt. Was haben wir da jetzt? Linkes Bein möchte ich dann gerne das ausrüsten. Rechter Arm. Können wir das schon modifizieren? Verschweißt, behandelt. Warte mal. Ich würde das gerne anziehen. Verwerten. Verlassen, ja. Zuerst mal anziehen und dann kann ich weitermachen, ne? Also, puh. Waffenkleidung. Nein. Die Kleidung bitte. Danke. So, also mal glubschen. Dann haben wir dieses hier. Und eigentlich dieses hier auch, ne? Umgürtelt. Aber da steht jetzt nichts dabei mit Taschen. Steht jetzt gerade nichts dabei mit Taschen. Aber es muss was geben, also muss passen. Kampf, bla bla, Gewicht und so, bla bla. Raider-Rüstung, linkes Bein. Umgürtelt mit Taschen, obwohl es steht schon da. Gürtelt mit Taschen. Das steht schon da. Müsste passen. Aber hier. Versteift. Ach so. Mit Taschen. Erhöht waffenlosen Schaden. Erhöhter waffenloser Schaden. Ah da, hoppla. Reduziert beim Blocken zusätzlich Nahkampfschaden. Ich sollte mehr blocken. Warte. Und lackiert. Ja, passt auch. Gehärtet. Den Rest kann ich eigentlich reinschmeißen. Ja, verlassen. Na, abbrechen. Ach so, ich trottel. So, und transferieren. Bergbauhelm. Ja, ja, ja. Achso, das Zeug muss ich auch noch rausschmeißen. Da, Gasmaske mit Brille, die brauchen wir nicht. Den Filzhut kann er behalten. Gut Zeug haue ich auch mal rein. Kaugummi. Körperteilmod. Ich glaube, ich habe davon viel zu viel. Lederkombi 16. Alter. Menge, ich würde sagen, bis auf eine. Na los. 16, also 5. Na. Alter, komm. Nur einmal. 15, passt. Hier sind es 2. Hier sind es 3. Ach nein, da ist mehr, ne? Das trage ich ja alles nicht mehr. Leuchtender Pilz. Leuchtpistole. Ein Barett kann rein. Raiderleder. Das Zeug. Das auch. Das, das, das. Kommt weg. Schwarze Weste, Hose. Sportkleidung. Was ich mit dir anfangen soll, weiß ich gerade auch nicht. Verstrahltes Blut. Ja, auch nicht schlecht, ne? Gehärtete Raider-Rüstung kann rein. Passt. Und dann sind wir schon fertig. Wir sind ein bisschen leichter geworden. Dank dir sieht das hier langsam wie ein richtiges Zuhause aus. Oh, danke. Dann tun wir hier noch was reinschmeißen. Ich glaube, da habe ich die Sachen da. Kommt weg. Das Bleirohr kommt weg. Was ist mit dir? Ja, das ist nix. Einäscherer, den werde ich auch reintun. Ich habe dabei keine Munition.
Was noch? Die Machete wäre halt gut auch mal ausbauen, damit schaue ich dann gleich mal nach, ob da was geht. So. Die Granaten, da tue ich gleich mal 6 weg. Ich kann mit denen nicht umgehen, ne? Das ist echt übel. Das schmeiße ich auch mal raus. Springmesser. Rechtes Bein, das kommt drüben hin. So, was hätten wir noch? Pistole. Mal schauen, ob da was geht. Da haben wir noch eine Rüstung, die dahin gehört. Ach, rollen, 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 rollen. So. Gehärtet Tasche Metall. So. Jetzt müsste man recht leicht sein. Ja, okay. Da geht sicher noch mehr. Alter, Kuli, ne? Ja. Für dich gehen wir es dann in die... der Part ist zu Ende. Ui, mehr ist zu Ende. Voll überzogen. Auweia. Es tut mir sehr leid. Dafür haben wir jetzt alles ausgeleert. Müsste passen. Na gut, ihr Lieben. Wir werden dann im nächsten Part, ich denke mal hier, einen Stall, einen hübschen Stall versuchen hinzubauen, wo sich unsere liebe Rosi, die hübsche Kuh da hier, zufrieden und glücklich leben kann. Und auch ein Dach über dem Kopf hat. Also dann, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!